Die Rolle als Zuschauerin ist neu für Sonja Pfeilschifter. 2014 nach WM Gold und Bronze war international Schluss mit Schuss. Ich gehe halt jetzt ohne Druck schießen. Ich habe kein Muss mehr, jetzt muss ich das erreichen, jetzt muss ich das schießen, jetzt muss ich das treffen. Ich gehe jetzt daher, das, was ich treffe, treffe. Und wenn ich nichts treffe, dann treffe ich nichts. Training einmal pro Woche, Wettkampf etwa alle 3 Monate. Die Königin ist abgetreten. Platz 9 mit dem Luftgewehr, Platz 7 im Dreistellungskampf. Der Thron ist frei, bleibt aber leer. Und jetzt soll ich deine Nachfolgerin suchen. Wo soll ich denn da suchen? Weiß ich nicht. Wer also soll, darf oder kann Sonja Pfeilschifter beerben? Die deutschen Mädels sind in der Summe so stark, da kann man vorher nicht sagen, wer das Ding gewinnen wird. Isabella Straub zumindest hat sich den Luftgewehrtitel geholt. Beate Gauss den im Dreistellungskampf. Und so wird es wohl nicht eine Nachfolgerin geben für Sonja Pfeilschifter, sondern eher viele.